Guten Tag, willkommen hier in der französischen Botschaft in unserer Rue de France. Guten Tag, Herr Kreuzmüller, guten Tag, Frau Heidke. Ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen. Ich danke Ihnen, dem Haus der Wannsee-Konferenz, dem Auswärtigen Amt, dem Land Baden-Württemberg, mit denen wir diese Veranstaltung, diese Ausstellung eigentlich organisieren durften. Wir werden jetzt durch diese Ausstellung zusammen gehen und sie zusammen entdecken. Eine sehr wichtige Ausstellung über Goers, aber vielleicht wird Herr Kreuzmüller dazu selber etwas sagen. Jedenfalls freue ich mich, dass wir diese diesen virtuellen Besuch der Ausstellung jetzt organisieren können. Vielen Dank. Ja, diese Ausstellung, die es heute zu öffnen gilt, ist eine Ausstellung mit sehr vielen Partnerinnen, das Land Baden-Württemberg, Ihnen, das Auswärtige Amt, aber auch die Bundesländer Saarland und Rheinland-Pfalz und ganz, ganz viele kleine Gedenkorte im Südwesten Deutschlands, die mit ihren verschiedenen Sichtweisen auf die Geschichte, mit ihren Ideen mitgearbeitet haben und diese Ausstellung wirklich maßgeblich mitgestaltet haben. Wir haben vielfach nur das umgesetzt, was uns vorgeschlagen wurde. In einer Ausstellung, die ein Prisma von ganz vielen Perspektiven bieten soll. Perspektiven durch die Zeit, die Geschichte selbst des Deportierens nach Goers, genauso wie die Nachgeschichte und die Frage, wie wir da heute mit umgehen, aber auch Prisma von Perspektiven französisch, deutsch, jüdisch, nicht jüdisch, aber auch von außerhalb. Was sieht die Welt außerhalb Europas oder außerhalb des Kontinents denn von dieser Deportation zu der Zeit? Also das war unser Versuch, eine multiperspektivische Herangehensweise, eine Öffnung dieses Themas weg von so einer ganz klaren Chronologie hin zu etwas, was so ein bisschen schillert und man verschiedene Bögen nimmt. Und in diesen Bögen uns neue Sichtweisen eröffnet. Sehr schön. Also ich glaube, das ist umso wichtiger, als natürlich ist das Thema Deportation und Ermordung von Jüdinnen und Juden ein äußerst wichtiges Thema, mit dem wir uns hier in der Botschaft sehr oft und in verschiedenen Veranstaltungen schon auseinandergesetzt haben. Aber das Thema Goers ist auch an sich sehr wichtig. Und auch nicht so bekannt, dass es wirklich wichtig ist, dass man es jetzt irgendwie ins Rampenlicht zieht durch diese Ausstellung. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Ja, und auch gerade hier in diesem Ort, also weil das ist ja, was wir wirklich erreichen wollen und hoffentlich auch langsam erreichen, ist sowas wie ein europäisches Narrativ, ein deutsch-französisches Narrativ über diese Verfolgungsgeschichte. Mhm. Und da sind wir wirklich in der Rue de France mit dieser Ausstellung ganz richtig und ganz froh, hier sein zu dürfen. In dem ersten Abschnitt Grenzen und Gewalträume widmen wir uns vor allem der Zeit vor den Deportationen, aber auch während den Deportationen und konzentrieren uns auf erste Verhaftungen, aber auch auf Fluchtbewegungen seit 1930. Ja, und die erste Tafel, daran möchte ich ein bisschen den Aufbau der Ausstellung erklären. Klar, Titel, dann haben wir uns bemüht, ein zentrales Objekt zu haben. Das ist in diesem Falle ein Foto, das weitgehend unbekannt ist, das uns aus dem Landesarchiv in Speyer gegeben worden ist. Sehr spannend, frühe, das ist Pogrom in Edenkoben. Man sieht so eine Abfahrt, eine inszenierte Abfahrt, so ein Vorläufer von der Deportation. Die Menschen aus Edenkoben, die jüdischen Männer, werden weggebracht vor aller Augen. Und das haben wir dann korreliert mit einem Zeitungsartikel aus einer französischen Zeitung, wo es um die Deportationen der Jüdinnen und Juden nach Polen ging, die ja ein Vorläufer waren von der Geschichte in Goers. Und das ist eben unsere Idee, also diese Sachen miteinander zu korrelieren. Und ganz unten sind dann die ganzen Orte aufgelistet, alphabetisch nach Bundesländern sortiert, aus denen deportiert wurde, um da aus so einem geografischen Zugriff zu haben, wo kommen denn diese Menschen her, die da plötzlich aus ihren Wohnungen geholt werden. Ja.
das, was ich das spannendste Objekt finde in dieser Tafel, die rein aus jüdischer Perspektive das Deportieren beschreibt, deshalb wir werden abgeholt, ist ein Zeitungsbericht einer deutschen Exilzeitung aus New York. Und die beschreiben eben, dass Südfrankreich verschickt, und die wissen eigentlich gar nicht ganz genau, was da passiert ist im November 1940, stellen aber fest, es kommen ganz viele Telegramme aus Tauberbischofsheim und so zurück, weil die Menschen deportiert worden sind und die Telegramme nicht mehr zugestellt worden sind. Und dann stellen sie die Frage, was ist denn jetzt genau passiert in New York? Ja. Und machen natürlich die Angehörigen, die schon vorher das Deutsche Reich verlassen hatten, haben natürlich große Sorge, was jetzt plötzlich mit ihrer Tante ist, mit ihrer Oma ist, mit ihrem Opa ist, mit ihren Eltern ist. Auf der Tafel im Fokus haben wir jetzt vier Standbilder, die aus einem 30-minütigen Film sind und die am Ende dieses Films sich mit den Deportationen am 22. Oktober 1940 beschäftigen, beziehungsweise diese dokumentieren. Und das eben aus der Perspektive der Täterin. Und dort werden die Jüdinnen und Juden aus der Stadt Bruchsal und der Umgebung deportiert. Und hier haben wir eben vier Standbilder. Und besonders spannend eben an diesen Standbildern, die wir hier haben, ist, dass sie unterschiedliche Dimensionen eröffnen. Nämlich einerseits eben die Dokumentation durch die Täterin, aber auch verdeutlichen sie die Relevanz von kleinen Initiativen. Denn es ist einer Bürgerinitiative in Bruchsal gelungen, einzelne Jüdinnen und Juden zu identifizieren, wodurch sie ihre Anonymität entrückt werden konnten. Sodass wir eben hier einzelne Namen haben, also wie Walter Gritzmisch zum Beispiel oder Edith Löb. Und genau diese Anonymität eben aufgebrochen werden konnte. Und das ist deutlich nicht unsere Arbeit, sondern da können wir profitieren, wir von wirklich jahrelangen Recherchen dieser kleinen lokalen Initiativen, ohne die diese Ausstellung gar nicht möglich gewesen wäre. Der Abschnitt Internierungsorte beschäftigt sich vor allem mit dem Lager Goes, aber auch mit anderen Internierungslagern oder anderen Unterbringungsorten, wie zum Beispiel das Kinderheim im französischen Isieux. Und wir öffnen die Ausstellung hier am 7. April. Und am 6. April 1944 gab es eine Razzia, in der das Kinderheim in Isieux, in dem ganz viele Kinder versteckt worden waren, gestürmt wurde und diese Kinder dann deportiert wurden. Und an dem heutigen Tag finde ich es ganz wichtig, einmal einen Fokus auf diese Kinder zu legen und der Kinder zu gedenken, die noch leben können. Ja, sicher. Das ist sehr, sehr wichtig. Wurden Kinder von Goes nach Isieux und dann weiter? Oder wie? Die Kinder sind teilweise freigelassen worden, teilweise auch rausgeschmuggelt worden und dann dort versteckt worden, teils unter falschen Namen. Ja. Und dann gab es diese Razzia, ja, Klaus Barbie. Ja, natürlich. Ich finde dieses Foto, wo die Kinder so spielen, verkleidet sind und Spaß haben, trotz allem. Ja. Und leben trotz allem, ganz wichtig. Ist ja wichtig, dass den Kindern ein besonderer Platz eingeräumt wird in dieser Gedenkkultur, glaube ich, weil das erreicht ein noch höheres Niveau, wenn man das so sagen kann, an Grausamkeit. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man das eben einzeln wahrnehmen kann und genau versteht, was da passiert ist. Auf der Tafel in Goes gezeichnet haben wir ein weiteres sehr eindrucksvolles Objekt. Und zwar handelt es sich hier um ein Bilderbuch, das in sich geschlossen ist, mit dem Titel Erinnerungen an das Camp de Goes von Eva Liebhold, das sie während ihrer Zeit, in der sie interniert war, im Lager gezeichnet hat. Und das Besondere an diesem Bilderbuch ist nicht nur, dass es in sich geschlossen ist, sondern auch, dass wir eben hier unterschiedliche kolorierte Zeichnungen haben von ausschließlich Frauen, die in ganz alltäglichen Situationen dargestellt wurden, wodurch wir einen sehr intimen Einblick erhalten haben erhalten können in den Lageralltag. Und das ist besonders spannend, dass die Frauen in ganz vielen unterschiedlichen Positionen dargestellt werden, häufig von hinten, aber auch im Waschraum. Ja. Und diese Darstellungen haben überhaupt nichts, also sie haben was sehr, sehr,
sehr Intimes, Zurückhaltendes, ohne dabei irgendwelche Grenzen zu überschreiten. Sie haben auch was Hoffnungsvolles durch ihre, durch dieses Kolorierte. Und auch hier das letzte Bild, das wir in dem Bilderbuch haben, wo es eben um die Sehnsucht geht, dass wenn der Schlagbaum sich öffnet, hinaus in die Freiheit. Ja, ohne zu ahnen, dass es natürlich genau. woanders hin führen könnte. Ja, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, diese ja, es als gibt Zeugnis sowas. Ja, es genau. gibt auch Hoffnung, ja, es gibt halt dieses so ne, Ende ne. wahrscheinlich. Ja. Und, absolut. Sie zeigen eben auch, dass es eben, also das ist ein bisschen ein Gegenbild zu dem gängigen Goethe-Narrativ. Es gibt eben auch ein Leben im Lager. Es gibt ja. sowas wie einen Alltag, ein Leben, mit dem sie sich vermeintlich arrangiert haben, ja. arrangieren mussten. Und dass es eben auch Leben dort gab ja, und natürlich. Auch jüdisches Leben. Im mittleren Teil der Ausstellung Todeszonen beschäftigen wir uns unter anderem mit den Täterinnen und den Internierungslagern, vor allem auch mit dem Internierungslager in Drancy, das gewissermaßen als Wartesaal genutzt wurde zu den endgültigen Zielorten. Wir beschäftigen uns aber auch mit den Perspektiven der Verfolgten. Und die werden in Form von Zeichnungen und Erinnerungsberichten hier präsentiert. Aber da wir aus dem Haus der Wannsee-Konferenz kommen, fangen wir natürlich mit einem Dokument an, das aus dem Protokoll der Wannsee-Konferenz stammte. Und in dieser Seite des Protokolls wird Frankreich doppelt genannt. Frankreich, besetztes Gebiet, sollen nach den Zahlen, die Eichmann zusammengestellt hat, derjenige für das Deportieren zuständig war, sollen 165.000 Juden leben, im unbesetzten Gebiet 700.000. Das ist eine Frage, die ganz lange in der Wissenschaft diskutiert wurde und wir jetzt auch im Rahmen dieser Ausstellung haben Tal Brüttmann, einer der Historiker, der französischen Historiker, die mit uns zusammengearbeitet hat und ich dann ein bisschen recherchiert, wie kommt denn diese Zahl zusammen? Wie stellt sich diese Zahl dar und können tatsächlich in der Broschüre, die es parallel zu der Ausstellung gibt, nachweisen, dass die Zahl eben auch die Juden in den französischen Gebieten Nordafrikas beinhaltet. Insofern ist dann die Ausstellung auch ein Stück weit Forschung und präsentiert auch ein Stück weit neue Ergebnisse, die auch wichtig sind, weil gerade diese Frage, ist die Shoah nur in Europa oder eben auch schon in Nordafrika, eine ganz wichtige Frage ist, auch wenn wir über ein europäisches Narrativ reden. Und hier in diesem Foto, das ziemlich bekannt ist, von einer Propagandakompanie stammt, Deutsche Propagandakompanie, das zeigt die Deportation aus Marseille im Januar 1943, ist uns auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Männer mit dem Baret und mit der Schärpe, tatsächlich, das sind Freiwillige, die Freiwillige, französische Freiwillige, die sich andienen, bei der Deportation zu helfen. Und in der Deportation sind auch algerische Juden deportiert worden aus Marseille. Das heißt, diese Menschen, die da helfen, wissen genau, worum es geht. Sie wissen auf jeden Fall, dass die Juden gewaltsam weggebracht werden und weit in den Osten. Mhm. Und es gibt immer so einen Unterschied zwischen wissen können, wissen ja. wollen, aber ich denke, Ende 42, Anfang 43 ist es eigentlich Wusste in Europa, man. Ja, mhm. konnte man wissen, auf ja. jeden Fall. Ja, das ist, wie stellt man das dar? Und wir haben dann beschlossen, wir stellen die Deportation, also sozusagen das Ermorden dar, nur durch Berichte und Zeichnungen von Betroffenen, eben nicht durch Täterdokumente. Also man könnte ja auch diese Fotos nehmen aus Auschwitz, die allseits bekannt sind und so, das wieder reproduzieren. Wir dachten, nein, das machen wir in diesem Falle nicht. Wir nehmen uns da zurück. Die Shoah entzieht sich allem Grenzen des Vorstellbaren und des Darstellbaren. Genau aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, ein Kaddisch von Ehud Loeb, der selbst in Goes interniert war, darzustellen, das hier verblasst, um eben die Leere, die zurückgeblieben ist und die Frage, wie stellt man so etwas dar, thematisieren zu können. Ehud Loeb wurde 1940 mit seinen Eltern nach Goes deportiert. Er selbst überlebte im Versteck. Seine Eltern hingegen wurden nach Auschwitz-Birkenau deportiert und dort ermordet. Ehud Loeb ist 1958 nach Israel ausgewandert und starb 2018 in Jerusalem.
Wir leben ja von Bildern, wir lernen immer mehr von Bildern. Wir müssen auch manchmal festhalten, es gibt für gewisse Sachen keine Bilder, damit müssen wir leben. Wir können das nicht gleich auf Instagram, wir können das nicht gleich auf Facebook, wir können das nicht gleich teilen. Es gibt eine Lehre. Und da müssen wir innehalten auch mal. Genau, und das Besondere eben an diesem Fetisch ist, dass Egon Löb das verfasst hat 1999 für die ermordeten Familienmitglieder. Und das ist eben die Stärke auch dieses Kaddisch, und das, deshalb haben wir uns dafür entschieden, eben diesen Raum auch diesem Kaddisch zu geben, also eine gesamte Ausstellungstafel gewissermaßen leer zu lassen und uns wirklich den Betroffenen, den Verfolgten zu widmen. In dem vierten und in dem fünften Teil der Ausstellung Spannungsräume und Dimensionen des Heutigen widmen wir uns ab der Zeit 1945. Und es geht dort vor allem um die Aufarbeitung aus deutscher, aber auch aus französischer Perspektive. Und ich möchte ein Beispiel hier aus dem Hause bringen. Wir haben die politische, juristische Aufarbeitung, aber wir haben auch die Rückerstattung, die Entschädigung, die ja in Deutschland ein verfahrenes Verfahren ist, unglaublich lange dauerte und dauert, ja noch nicht ganz abgeschlossen ist. Wohingegen die Republik Frankreich ja 1997 entschied, das Rückerstattungsverfahren neu aufzulegen und unter anderen Vorzeichen aufzulegen, wo man wirklich so einen Transfer sehen kann. Es gibt eine umgekehrte Beweislast, also nicht mehr die Geschädigten müssen beweisen, was sie alles verloren haben, sondern und es gibt natürlich auch dann Richterspruch. Also es gibt kein anonymes Verfahren, das mit Papier endet. Und ich finde das einen ganz spannenden Aspekt, auch gerade hier in dem Haus, das nochmal hervorzuheben, wo tatsächlich ein Verfahren weniger Verfahren wird und mehr menschlich. Mhm. Und das ist ja diese Anerkenntnis, dass etwas verloren ist, durch einen Richterspruch, ist etwas ganz anderes als ein Bescheid. Ja, also bei uns hat sich tatsächlich in den Mitte der 90er Jahre vieles verändert, nämlich mit der Anerkennung der Schuld und der Verantwortung des Staates, des französischen Staates durch Präsident Chirac und dann 1997 die Schaffung der CIVS, dieser Kommission, Commission pour l'Indemnisation des Victimes de Spoliation. Das war ein sehr, sehr wichtiger Schritt, und das hat ja dann einiges mit sich gebracht und auch eine Wahrnehmung. Vieles war bis zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt, jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit. Ich habe vorhin gesagt, dass Gürs zum Beispiel nicht bekannt war, und es gibt noch sehr viele Orte, solche Orte der Deportation, auch Arbeitslager oder Deportationslager, die einfach nicht bekannt waren. Und das ist eine Arbeit, die man noch weiter führen muss. Es hat auch lange gegolten, dass man in der freien Zone nicht deportierte. Was eben nicht der Fall war, das hat man auch mit der Aufrechterhaltung des Camp des Mille zum Beispiel, aber das geschah auch sehr vor einigen Jahren erst, hat man das alles wahrgenommen, und ich glaube, das sind sehr wichtige Schritte, die damit gemacht worden sind, und man muss es jetzt voranbringen. Die Installation Hommage to the Prisoners of Gurs von dem israelischen Künstler Dani Karavan stellt an dem Ort einen Erinnerungsort dar, der nur ein Teil der Gedenkstätte des ehemaligen Internierungslagers ist. Und zeigt damit an einem Ort, an dem nichts geblieben ist, macht eben die Geschichte sichtbar und hält die Erinnerung wach. Und das Ende der Ausstellung ist dann ganz bewusst auch in einer anderen Farbe gehalten. Das ist natürlich eine lange Diskussion gewesen. Also was setzt man so an so ein Ende? Wir denken, naja, also dieser Konsens, den wir auch in Europa hatten, wird ja immer wieder angegriffen. Darum haben wir eine Aufzählung der Orte zum Ende gestellt, die angegriffen wurden. Ja. Und tatsächlich
Aussagen von Betroffenen, die reflektieren, wie schwierig es ist, mit der Erinnerung umzugehen, mit der Erinnerung in sich selbst, mit der Erinnerung da, wo Gras wächst. Natürlich. Ich glaube, das ist wichtig auch zu betonen, dass wir Hand in Hand gehen mit unseren deutschen Partnern. Das ist ja eine geteilte Geschichte. Zusammen daran arbeiten, dass wir zusammen diskutieren, dass wir zusammen diese Forschungen weiterführen, diese Diskussionen, Kontroversen, dass wir auch zusammen uns Gedanken machen darüber, wie geht man mit der Gedenkkultur um, wenn die Zeugen nicht mehr da sind. Glaube ich, wir beide haben ganz viel gelernt über sozusagen das französische Narrativ, das deutsche Narrativ und dadurch auch eben in der Zusammenarbeit mit französischen Historikern, mit dem Ouvrage und zu sehen, ja, wie diese verschiedenen Sichtweisen doch ein bisschen zusammenkommen können. Ja. Und ich finde, das ist etwas, wo wir hinkommen können. Ja. Vielleicht ganz hoffentlich sicher. Auch ein bisschen mit dieser Ausstellung. Und das wäre toll. Ganz bestimmt. Also ich bin davon überzeugt, dass diese sehr schöne Ausstellung dazu beitragen wird. Auf jeden Fall. Also es ist ein ganz wichtiger Beitrag zu unserer gemeinsamen Gedenkkultur. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Dankeschön.